Servus, heute ein weiteres Minivot für euch. Warm-up schaut wie folgt aus, sind zwei Runden. Startet mit 20 Freestylern. Ein Freestyler schaut wie folgt aus. Er geht auf alle Viere, die Knie sind leicht über Boden. Das Bein streckt sich unten durch, der Arm geht zur Decke und wieder zurück. Das Ganze auf die andere Seite. Genau, davon 20 Stück. Danach legt ihr euch auf den Rücken. Wir machen 10 Glute Bridges, die Füße nah zum Gesäß. Kopf liegt am Boden ab, Gesäß zur Decke. Oben ruhig Pause einlegen. Genau, davon machen wir 2 Runden. 20 Freestyler, links, rechts sind 2 Wiederholungen. Genau. Dann zum Workout haben wir ein alternierendes EMOM für 10 Minuten. Bedeutet, in der ersten Minute starten wir mit 15 Hindu-Push-Ups. Kopf schiebt nach hinten zu den Fersen. Die Nase geht Richtung Boden. Wir schauen zur Decke und direkt wieder zurück. Davon 15 Stück. Wenn das zu anstrengend ist, Hüfte direkt nach unten, Blick nach oben und wieder direkt nach hinten. In der zweiten Minute gehen wir dann auf Tuck-Jumps, werden dann 25 Tuck-Jumps. Tuck-Jumps schaut wie folgt aus. 25 Stück, wunderbar. Genau, einfach ein Imam alternierend einstellen, wunderbar. Genau, dann zum Mobility-Teil, Standwaage, eine Minute pro Bein akkumulieren. Ihr bleibt auf einem Bein stehen, der Oberkörper geht nach vorne, das hintere Bein so gut wie möglich durchstrecken und eine Minute akkumulieren. Dann die andere Seite noch abarbeiten und dann habt ihr es geschafft für heute. Genau, viel Spaß damit, bis bald in der Box.